Freunde, ihr fragt euch, wo sind Zwiebelpeter und Mene? Ja, die stehen da hinten, weil wir sind in der letzten Folge hier hochgetaucht. Und dann ist bei beiden, ich weiß nicht warum, bei den beiden ist das Spiel abgestürzt. Sie konnten nicht speichern und stehen jetzt mit leeren Händen da. Hallo. Hallo. Hi. Mene, ich bin hinter dir. Zwiebel, gehen wir zusammen? Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich sehe dich springen. So, das bedeutet, die gehen jetzt nochmal die Höhle durchkämmen, die wir in der letzten Folge... Aber ist eigentlich gut für dich, Zwiebel? Weil die Folge kannst du ja auch sparen. Ja, stimmt. Wo du kein Bildmaterial hast. Ja gut, dann brauche ich nur von einer Folge, weil die erste Folge ist ja auch kein Bild da gewesen. Na. Ja. Ja, und ich bin jetzt hier allein und habe den Rebreather und gehe dann jetzt ins Lager. Mene, renn mal nicht da abgeht, während die dann nochmal die Höhle durchpassieren. Wollen wir uns doch beeilen, oder nicht? Übrigens, ja. Jetzt wisst ihr auch, dass man die Höhle nur von der einen Seite betreten kann. Ja. Ja, hast du recht. So, und jetzt kam. Man hat den Reboot da. Ja, das ist aber, weiß ich nicht. Achso, wir haben die Flaschen auf dem Schiff schon gefunden. Die Sauerstoffflaschen. Ja, aber du hast ja nicht den Reboot da. Nein, nein, der liegt ja hier erst hier unten, ja. Stimmt, man kann ja auch runterrutschen. So. So, gab es hier noch irgendwie Zeug oder haben wir schon alles weggelootet? Ja. Nee, hier ist alles voll mit Zeug, aber ich finde den Weg nicht. Na, fick dich doch, was machst du denn da? Ging das jetzt hier lang? Komm mal hier rum. Hier ging das lang. Was? Da hinten ist doch. Hier hinten ist doch noch das Lager. Geil, ich habe 4 Crossbow-Pfeile gibt's hier. Wenn ihr nachher in dem See wieder auftaucht, ist im See so ein komisches. So ein komisches Konstrukt, da müsst ihr mal hochklären, da gibt es 4 Pfeile. Okay. Könnt auch einfach jetzt hier oben warten. Nee, die gehen, glaube ich, nicht. Auf euch. Könnte nur ein bisschen sehr lange dauern und sehr langweilig werden. Da hinten ist noch so eins, da gehen wir mal dahin. Kann es sein, dass hier gerade Respawn ist, oder wie? Nee, aber es hat ja für uns nicht gespeichert. Also sind die Sachen natürlich jetzt alle wieder da. Ah, stimmt. Ich hoffe nur, die Mobs sind nicht da. Naja, davon gehe ich aber jetzt mal ganz stark aus. In der Höhle waren ja nicht so viele Mobs. Nee. Die eine Dreiergruppe war da. Und ansonsten ging's, ne? Scheiße, die Taschenlampe. Achso, die haben wir ja auch hier drin erst gefunden, ja. Aber ich baue nochmal so einen Knüppel hier. Ja. Ja, ich gehe dann jetzt langsam zu unserem Hotel zurück. Okay, okay. Was denn? So. Alter, gibt's fucking Hasen oder was? Geil. Guckt er sich wieder das Tannenbäumchen an hier? Ja. Na komm. Was ist denn hier? So, jetzt durch die Finger. Woraus habe ich da gerade getrunken? Okay. Durch Wasser einfach. Ah, die sind wieder da. Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Da kommen die da einfach raus. Ich hab dich aber vorgewarnt. Ich hab gesagt, die sind wieder da. Er ist tot, Zwiebel, er ist tot. Da steht hinten noch steht einer. Da vorne waren es 3. Mit, meine Lieben, während die beiden die Höhle so, unten. Nimm das, du Schuft. Hier, da hinten sehen wir übrigens die weißen Berge. Die weißen Berge. Wir gehen mal hier raus. Entschuldigung. Entlang. Entschuldigung. Hier müsste gleich eigentlich die Küste kommen. Von das den weißen Bergen kommen wir. Gibt's hier jetzt nur so einen Kack? Wieso Stoff ist doch super. Das braucht man für Fackeln, das braucht man für Seile. Ich habe halt gedacht, hier gibt's so ein bisschen was Nahrungsmäßiges. Und vor allen Dingen für euer Selbstbewusstsein. So, jetzt können wir hier wieder runterklettern, ne? Ja. Hallo Froschi. Ach nee, Hase, nicht Froschi. Zip. Kann man auch mal verwechseln hier, Frösche und Hase. Und noch eins runter, ne? Oh oh. Oh, das ist ein Camp. Sind da was welche? Oh. Naja, weil der Geräusch war so laut. Wegen dem Rumgeschrei meinst du? Ja, ja. Muss natürlich solo ein bisschen aufpassen, dass die Nähe nicht plötzlich. Ich hab dich überholt, wie geht denn so? Das kann mich ja, ja, erinnern. Weil ich auch, war Kondition leer. Achso, alles klar. So, du gehst hier oben lang. Hier gab es doch unten jetzt. Doch noch, das sind die Container. Genau, hier gibt es noch dieses Zink zum Angucken. Du musst hier durch die Spalte gehen. Du bist wieder oben lang gelaufen. Nein, nein, ich hörst bin nicht oben lang gelaufen. Hallo? Ja, ich bin doch hinter dir. Ach so. Hä? Komisch. Sah gerade so aus. So, und hier war der Rebreather. Da ist er. Ja, stimmt. Hab ich. Die Frage: Könnt ihr einfach auch den Rebreather nehmen und wieder zurückgehen? Oder ihr holt halt den ganzen Rest aus der Höhle auch? Nee. Brauchen wir den Rest? Ich brauch den Rest nicht. Was gab's denn hier noch?
Die Axt gab's noch, die andere. Und die Flares und den ganzen anderen Kram. Willst du das holen oder was? Na, ich weiß nicht, ob das. Ich meine, das ist halt schon nicht schlecht, oder? Nee, ist nicht schlecht. Na gut, dann los. Na, dann los, komm. Also, ich bin jetzt hier am Strand bei so Containern, da gab's so ganz viele so Chips. Wir haben jetzt wahrscheinlich aber nur das Problem, dass wir nicht genügend Material haben für Lagerfeuer, oder? Eventuell. Wir springen einfach ins nächste Wasser. Okay. Aber hier ist ja dann erstmal dieses Babyviech. Ich würde halt auch gerne ein bisschen Nahrung mitnehmen wollen. Edit Notes Section of the Book. Das stimmt doch einfach nicht. Das Lagerfeuer steht hier noch. Ach. Was für ein komisches Zeug, ey. Kann ich mir das jetzt angucken? Ich kann da nichts dran lesen. Ah, Leute, ey. Jetzt hat er aber auch nicht gesagt, dass mir kalt ist irgendwie, oder? Bei dir? Nö. Er sagt mir nur, dass ich hungrig bin. Okay. Vorne flitzt irgendwas rum. Und dann esse ich einfach mal was. Ich habe da genug aufgesammelt. Snack. Wo flitzt hier irgendwas? Snack. Vorne am Wasser, genau in die Richtung, in die du gehst. Okay. Hier gibt es ganz viele Chips an dem Strand hier. Hier sind doch die ganzen Flares. Was war ich mit der Map? Kann man eine Map bauen? Wie haben wir die gekriegt? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr, ob man die bauen konnte oder ob die... Mats. Hier sind noch Mats. Ah, sehr schön. Und was zu trinken. Ich hasse es, wenn da Inseln sind, wo nichts drauf ist. Mal weiter. Werdet ihr mir jetzt nicht antun. Denn hier, hier liegen tote... Tote Kadaver. Tote Kadaver? Na, ein Glück, dass die nicht lebendig sind, die Kadaver. Kadaver. Wie viel bist du am Start? Ich bin genau neben dir. Abracadaver. So, hier ist das Tor. Das Tor ist auch offen. Leute, ey, macht hier nicht eine Insel hin, ohne dass hier was drauf ist. Jetzt mal ernsthaft. So. Hallo, geh doch mal da durch, Junge. Wir sind hier mit den ganzen Büchern. Gib mir den geilen Loot jetzt. Und hier war da irgendwo das Lager. Runter, ne? Da hinten ist das. Ne, hier ist das Lager. Komm mal her, Mina. Was ist dieses Spiel? Hier. Lager? Hier hinten ach ja, Zelte. Das war ja auch noch, stimmt. Dieses Spiel ist kalt. Ist Witz. Fucking cold hier. Ach genau, da war ja auch die Axt hier, ne, in dem Lager. Genau, wir bauen mal ein Lagerfeuer oder ist hier noch eins? Axt habe ich, Seile habe ich. Was ist das da hinten? Wir brauchen ein Lagerfeuer. Wollen wir jetzt nochmal Inselhopping oder nicht? Wieso, hier ist doch ein Lagerfeuer. Wo denn? Ach, da. Na, mitten in der Mitte vom Lager. Das habe ich ja nicht gesucht, ja. So, und die Flashlight haben wir aber immer noch nicht gefunden. Scheiße. Ich weiß halt, aber so random Drops sind die ja nicht. Irgendwo. Die haben wir, das sind wir schon vorbei. Ah, Coralinos. Ja, so, weitertauchen? Auf der Insel warst du mal. Ja, warte. Zwiebel? War da was? Auf der Insel da drüben, da war ich mal, ja. War da was? Nein. Außer viel Stein und Wasser ringsrum war da nichts. Ist das denn überhaupt unsere Landzunge da hinten? Ich habe keine Ahnung. Bist du schon wieder getaucht, Mene? Ja, ich tauche weiter. Alles klar. Bin hinter dir. Ja, wir machen einen kleinen Meeresausflug jetzt. Ja, mit noch mehr schwimmen wir mal lang. Ja, da tauchen wir doch mal nur Ubi. So. Schwimmen ist anstrengend, gell? Ja, und so nass. Man kommt hier überhaupt näher, diese Insel? Da bin ich mich vertaucht. Mene, wo bist denn du doch da? Ich, rechts von dir. Da war das Loch, genau. Nee, wo war das? Hier, ach, hier müssen wir hoch. Ja. Hier ist noch kein Loch. Hier ist das mal... Ja, der Aufstieg da, genau. So. Aufwärmen. Zacke, zacke, zacke. Warm, warm, warm. Bis die Eiskristalle aus dem Auge verschwunden sind, weil ich erst mal kurz hier mal was. Ich esse nichts. Ich schwimm gerade auf. Noch geht's. Zack, 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 zack. Sind wir gleich wieder raus, ne? Noch die eine Schwimmaktion jetzt noch. Eigentlich schon, ja. Glaube ich. Das war die Map nicht haben. Aber gab es hier nicht nochmal irgendwie so einen kleinen Fight-Kontakt, so einen kleinen Encounter? Nee. Mit den Enten nicht mehr, ne? Ja, mit den Enten, das stimmt. Stimmt, die Enten, ja. Menes erklärte Feinde.
Ah doch, das ist aber unsinnig. Ja, naja, hallo, die geben Federn und Federn kannst du halt für Pfeile benutzen. Ja, ist schon klar. Wenn man Pfeile im Bogen, ne? Ich hab 4 Pfeile gefunden, wie gesagt, im See. Diese Crossbow-Dinger, ne? Ja, yeah, die waren voll geil. Die habe ich mir hinten reingesteckt und dann habe ich sie nie wieder gefunden. Und jetzt hast du auch Ente gespielt mit den Federn im Hintern. So, oben ist Licht diesmal sogar. Boah, fuck. Was ist denn jetzt hier los? Wolltest du in der Nacht raus oder was? Was? Nein, ich bin ja gerade eben hängen geblieben an irgendeinem komischen Vorsprung. Genau zwischen den Gänsen. Also hast du jemals eine Gans gesehen? Zur Gänze eine Gans gesehen. Du kommst doch vom Land und erzählst mir, das sollen Gänse sein. Oh, ich hab's nur nachgeplappert. Die sehen aber komisch aus, die Viecher. Was das für anatomisch. Ob anatomisch überhaupt. Ja. Ist da oben was? Nee, wa? Ja, doch, die Pfeile, von denen er die ganze Zeit geredet hat, sind doch hier. Achso, da oben oder? Hast du die gefunden? Ja, ja, hier oben. Alles zack. Drei Stück habe ich jetzt. Dann komme ich da auch mal hoch. In der Pisse! Aber drüben ist noch so ein Ding. Hier ist ja überhaupt so nichts, Zwiebel. Stele. Was willst du denn? Dieser Insel. Habe ich dir doch gesagt, du Knallkopf. Das gibt's doch nicht, ey. Die können doch nicht einfach eine Insel hier hinmachen, wo jeder reinschwimmt oder hinschwimmt 100 Jahre lang. Und dann ist hier nichts drauf. Ja doch. Designtechnisch richtig super. Also im Wasser kann man sein Inventar nicht öffnen, okay. Zeit sie dadurch verschwenden von den Leuten. So, und hier auf der anderen Stele. Ist da was? Hier ist nix. Nee. Nee, hier ist guck mal, hier ist noch ein Boot. So ein vergammeltes, versenktes, aber. Ja. Wenn ihr da jetzt, ne, ihr müsst Richtung unser Lager und dann, wenn ihr rechts lang geht, kommt ihr an den Strand und dem Folgen, dann kommt ihr an die Güter, wo es die ganzen Chips gibt. Guck mal, hier ganze Schildkröten hier, Chili. Rechts zu unserem Lager am Strand. Wenn ihr an dem See seid, Zwiebel, kommst du? Ja, ich bin hinter dir. Ihr guckt auf die weißen Berge, geht da lang und dann kommt ihr zum Meer unweigerlich. Ah, nee, Mene, die weißen Berge sind hier. Die sind links von dir. Weißen Berge, das ist aber doch die falsche Richtung. Ja, ist erstmal die falsche Richtung, da geht er lang, kommt zum Meer. Alter, was für ein Sound hier mit den Gänsen, wenn die hier vorbei fliegen. Moment, ich muss das mal so machen und so machen. New Animal Discovered, sagt er mir hier. Ich esse jetzt mal wilde Erdbeeren oder was das war. So, okay, weiße Berge. Wo ist er denn, Alter? Der rennt schon wieder vor hier? Mein Bier ist schon wieder alle. Ist nicht irgendwann jetzt Weltfrauentag? Hol mal ein Bier, Frau! Ich werde natürlich angegriffen hier. Ich bin schon da, aber ich sehe aber keinen. Zwei Typen. Zack, da ist er vorbeigesprungen. Zack, zack, Nummer eins. Down. Der andere. Nix down. Aua! Wie krass wir drauf sind, oder? Einfach hier Speedrun the Forest. Einfach ausgepackt. Krass. Habe ich dich schon wieder erwischt, oder? Mhm. Entschuldigung. Meine Knochenrüstung weggehauen. Oh, sorry, nein, Baby. Sorry. Hier. Ah, passiert. Friendly Fire und so. Ja. Ganz ohne Spenden. Ah, ich habe den Vogel nicht erwischt. Ha, den habe ich erwischt. Also die Axt macht hier so wohl ein bisschen mehr Blockschaden und auch Schaden, aber die ist langsamer. Damit kann man wohl besser Bäume fällen, würde ich sagen. Das kann auch sein, ja. So, da hinten ist unsere Basis, oder? Was ist das da hinten? Nee, da nicht. Nee, das ist hier, so, das ist das Lager von den Typen. Hier. Ja, weil es da hinten so weiß rausschimmert. Ach so, ach du Scheiße. So, und dann, Brilli, wo müssen wir dann lang? An Strand und am Strand einfach entlang. Okay. Nix gut, runter macht Aua? Nö, geht. Ja. Bisschen vorsichtig am Rand entlang. Alles klar. Meine High Heels, ich werde jetzt mal eure Rutsche ein bisschen benutzen und schon mal Holzer da lagern. Ja, mach das. Jo. Eure? Oh ne, das sind aber gerade Typen. Eure. Das sind doch alles Typen. Unsere. Also irgendwie spackt das Spiel hier bei mir richtig rum. Also ich habe hier extreme so Mikro-Ruckler und so. Nee, okay, hab ich nicht. Ich hatte vorhin diesen einen Hänger, aber ansonsten läuft. Und die Texturen, die werden übelst spät hier erst reingeladen. Ganz komisch. Da sind die Container da vorne. Ah, okay. Ich muss aber kurz stehen bleiben und mich. Ja, ich muss mal was essen. Sag mal. Du hast aber einen hohen Nahrungsverbrauch. Ja. Wo sind die da oben? Wir sind doch da oben. Stell dir mal hier hoch. Gesehen, da oben. Ja, geh du mal da hoch, ich geh beim anderen hoch. Okay.
Also hier scheint nichts zu sein. Ne, hier ist nichts. Ja, hier ist genauso wenig. Zack. Leute, ich hab euch genau gesehen hier. Wo seid ihr? Muss ich mich schon wieder ausruhen. Ja, das geht schnell runter. So. Dreh dich mal um, Mene. Guck mal da hinten. Die haben so komische Hütten dahin gebaut. Die sehen so aus wie umgedrehte Schiffe irgendwie. Wir waren da auch schon mal in der ersten Staffel. Kannst stimmt, stimmt. Erinnern? Doch, doch. Bei den, ja, doch. Hast du recht. Auch bei den Containern hier waren wir in der ersten Staffel. Mal. Da gibt's, gab's so diese Elektronik. Das Dorf. Genau. Die holen wir jetzt. Und das Dorf, wo wir eben vorbeigelaufen sind, das eingeborene Dorf, das, da ist es, glaube ich, das, wo, wo das auch das Loch in die nächste Höhle drin ist. Richtig. Genau. Bin mir nicht mehr, also so ganz sicher, aber ich meine schon. Ja, ja, doch, das war da. Das war doch dann da, wo wir alle, wo die Axt wirklich immer schneller, verhungert sind. Die Frage, die Nein, schneller fragen. Ist die nicht, die ist nur effizienter. Ja, das ist ja dasselbe. Hä, wieso? Ja, also ich will halt. Das hat mit schneller Schnelligkeit zu tun. In dem Spiel alles, weil du hast ja diesen Balken da unten, der sie auflädt. Und wenn die schneller ist oder effizienter, dann braucht weniger von diesen Balken. Die braucht, du die braucht schneller länger, kloppen. Nein, die braucht länger zum Zuhauen. Ja, aber dafür brauchst du weniger Schläge. Also. Würde ich nicht mal sagen. Dass sie langsamer ist. Hier ist eine Glasscheibe und was ist das hier? Ist eine Notiz. Prachtliste. Okay. Draußen kannst du noch eine. Draußen sind Schildkröten. Ja. I don't care for the Schildkröte. Naja, ah, hier, die halt, Frachtliste gibt halt wird auf die Seite von der Yacht gelegt. Aha. Aha. Okay. Okay, das Glas kann man nicht kaputt machen. So. Fleisch meinst du? Hast du doch eingesammelt. So, ich hab mal noch so eine. Nimmst du auch eine Shell wieder mit? Ach so, ja, klar. Dann können wir mehr Wasser. Ja, reicht doch dicker, ey. Nee. Wenn da mal zwei Leute gleichzeitig Durst haben und es hat lange nicht geregnet. Okay, ich kann gar nicht mehr Elektronik tragen, ich bin voll. Ich guck mal hier oben noch in den rein. Aber ich kann einfach mal eine Bombe bauen. Brauchst du mal eine Bombe? Uhr, wo ist denn die Uhr? Da musste man doch irgendwie mit der Uhr kombinieren. Ach, jetzt habe ich die Uhr nicht mitgenommen aus der Höhle. Ja, siehst du, jetzt fällt es mir nämlich auch ein. Die Uhren haben wir schon vergessen. Mist. Mit 1000 Uhren. Ach du Scheiße, Mene. Ja? Ich glaube, ich habe Freunde mitgebracht. Du kannst behalten, die braucht kein Mensch. Ja, naja, die sind, wir haben hier ein Begrüßungskomitee. Wo bist du denn? Na, dreh ich doch einfach mal um. Du hast hier keinen Menschen mitgebracht und naja, auch keinen Untoten. Die sind hinterm Hügel hier, komm mal mit. Da nicht lang, am Strand lang. Da kommen sie schon. Denn? Ach, tatsächlich. Und es sind ein paar. Ich weiß. 1, 2, 3, 4 und der Chef. Okay. Schön Betriebsausflug hier. Das funktioniert ja super. Absolut. Lassen wir mal stehen, gehen wir einfach weiter. Ja, komm. Ich hoffe, dass die sich da jetzt nicht irgendwie buggen und komm, dass die Baumstämme gleich weg sind. Wieso schwimmen? Nee, ich lauf. Weil es schneller geht, glaube ich. Nee, die sind gleich weniger, ey. Als da außen rumzulaufen. Aber es kann natürlich auch falsch sein. Hier ist auf jeden Fall noch ein Seil. Ah, der passt nicht mehr ins Inventar, schade. Oh, hier ist so ein komischer Baumstamm, der ist ja lustig. Der große da, oder was? Ja. Tatsächlich, du bist wirklich schneller. Der ist. Nee, wir sind beide zeitgleich da, guck mal. Der ist ziemlich ungewöhnlich, der Baumstamm. Da stimmt doch was nicht mit. Das ist das Heiligtum von den Spackelacken da hier. Ja, das ist doch irgendwas. Da hinten kreucht noch einer da am Fuß von dem Berg da rum. Nur das Kreuchen. So, das da vorne müsste unsere Homebase-Landzunge sein, theoretisch. It is. Weil da ist nämlich auch diese, ja. Da ist auch der Brilli, der rennt da oben rum. Okay, dann sind wir wieder, we are back. Da sind wir wieder daheim. Back in town. Hello. Back in town. Ui, wo läufst du denn hin, Mene? Ich wollte das Reh killen, aber hier rennen die Typen rum und auf den Brilli zu. Oh. Was? Ich will das Reh killen. Nicht auf mich. Oh, Brilli, da ist, da unten am Strand sind schon welche. Ich habe gerade die Loks da vorbeiflitzen sehen an der... Oh, Headshot! Geiler Mene, ey.
Ey, das sieht so geil aus aus der Ferne, wenn man da die, die Baumstämme da so reinflitzen sieht. Ja, komm doch. Komm nachher, her, Hammer. Du. Mene, fall ihm mal in den Rücken hier. Halt's Maul, Junge. Wem denn? Ich weiß noch nicht mal, wovon du redest, Mann. Ich bin auf dem Weg zum Brilli. Und da unten bist du. Ich bin beim Brilli. Jetzt hat er uns hier seine Hut hier auf die... Brilli, seine der Crew hier. Der schmeißt Bäume rüber. Ich gucke jetzt, das müsste so einiges sein. Wenn da jetzt was fehlt, bin ich richtig sauer. Dann muss wirklich... Alter! Die fliegen hier schon durch die Gegend. Weil da zu viele waren, 100 Pro. Ey, wir haben hier Besuch in der Hütte, ne? Ey, Leute, da muss einer, wenn wir die Dinger schicken, muss einer immer unten bei dem Ding stehen. Ja, ist doch okay. Und die abnippeln. Aber hier ist jetzt... Nicht weitere bringen, nicht weitere, ich bin noch nicht da. Warum denn? Hier unten ist doch okay. Also hier liegen ein Haufen rum. Ja, aber gerade sind welche durch die Gegend geflogen. Und zwar Millionen Kilometer weit. Okay. Wo ist denn das der waren, Typ jetzt? Das waren 3000 Mal mehr, die ich hier hingebracht habe. Ja, die liegen bis hier hinten rum. Die liegen hier alle rum. So eine Scheiße. Die liegen bis hier hinten rum. Und hier hinten... Ich hab die schon verbaut jetzt hier. Also irgendwie ist komisch hier. Also hier hinten rennt ein Typ lang am Wasser und hier war jetzt gerade eben auch noch so ein Boss von denen hier unterwegs. Der ist aber immer verschwunden. Ha! Den Vogel habe ich erwischt. Federn einsammeln, Federn, Federn, Federn. So, jetzt also, will ich mal so einen Pfeil und Bogen bauen. Brilli, deine Baumstämme hat es hier quer über der ganzen Landzunge verteilt. Ja, ich weiß, das waren zu viele. Ja. Yep. So, wie baut man jetzt einen Bogen, ist die Frage. Herr Zwiebel, dann machen wir jetzt mal Gewaltenteilung. Du stehst hier und machst das Haus oder willst du fällen gehen und losschicken? Ist mir egal, also ich kann auch hier die Dinger gleich bauen. Mir egal, dann gehe ich fällen. Ja, dann fäll mal. Hier. Jetzt wissen, wie man den Bogen baut. Small, warte mal, ich muss hier mal kurz noch was daran hängen. Hm. Geh ich mal rüber. Ne, der ist ja schon getrocknet. Hör mal auf. Den da hier, das hier. Raw Meat, das brauchen wir. Ah! Das hab ich jetzt gebaut, okay. Ah, ein Bogen! Ich hab ihn! Wie? Ein Stoff und ein Ast. Okay. Das ist bei mir eine Fackel. Dann noch ein Seil dazu. Ein Stoff probieren wir noch und ein Ast. Probieren wir noch ein Seil dazu. Das ist der Bogen. Wieso hängst du das da nicht hin, Junge? Alter, warum hängt die Scheiße doch mal dahin? Macht er nicht. Vorsicht, da rennt einer. Bastard. Irgendwas kann man den Bogen noch kombinieren, aber ich habe noch nicht rausgefunden, was. Vielleicht mit einer Flitze, dass man einen Flitzebogen hat. Komm schon. Das war der Boss, der hier rumgeschlichen ist. Wo ist denn unser Lagerfeuer? Hier Zwiebel, es kommen jetzt Hölzer. Ja, ich hab hier grad, muss den Typen hier mal gerade aufs Feuer schmeißen. So. Ja, aber mit was? Was kombiniert man das? So. Wunderbar. Mene, hier sind Viecher, ja? Vorsicht, hinter dir. Hinter mir? Ja. Da so. Im Lager, die kommt. Ja, Leute, jetzt haben wir aber genug erkundet, oder? Jetzt können wir mal hier ein paar Folgen bauen, oder was? Ja, Alter, auf du jeden Fall. Bastard. Ich will da wegrennen, weil ich mit einer Axt komme. Na dann renn doch. Zack, erwischt. Keine Metz mehr, scheiße. Jetzt werden erstmal wieder 10 Folgen gebaut, um dann wieder eine zu erkunden. Ich finde, das ist ganz fair. hier ist er doch. Schon wieder spackt das Spiel hier so rum. Mach mal mit! Ich will nicht sterben. Was ist die äußere Ring? Muss man dafür schlafen gehen? Kann das sein? Ha? Nee, okay, Essen reicht. Ah, Zwiebel! Ich bin schon da, alles gut. Ich flehe dich hier an. Ja, renn durch die Falle.
Ja, wenn er falsch rum durchrennt, passiert ihm ja nichts. Ich bin fast tot. Scheiße. Bist du dumm, Junge? Der Zwiebel, du machst das Haus aber unten weiter, nicht, dass die... Alter, hast du mitbekommen, wir werden angegriffen, ne? Nee. Aua. Ja, ich bin tot. Da war nämlich noch eine Olle da. Komm mal zurück, Brilli, du musst uns helfen. Ja, da muss ich wohl mal kommen. Alter, was machen die für Geräusche? Was hätten sie sechs? Kack der Leine. Ja, bin ich blöd? Die hauen auf dir rum immer noch, obwohl du... Ja, ja. Das Scheißding. Brilli! Ja, ich komme. Ja, nun mach hinne. Die Leine ist weg. Ja, die greifen das Zeug auch an. Ich bin schon unten, meine die Zähne sind gleich voll, die oberste Reihe. Komme doch. Ich hab dich gleich wiederbelebt. Und jetzt. Danke. Ah, pass auf, der haut direkt wieder auf dich ein. Ich bin gleich tot. Scheiße. Alter, jetzt hast du mich erwischt. Ja, ich heb dich wieder auf, kein Problem. Und Brilli baut das mal am Haus weiter. Wo sind sie denn? Einen haben wir gekillt hier. Ja, war es nur einer oder was? Mann, es waren zwei insgesamt oder drei sogar. Bist du, wenn man deinen Arsch hier runter bewegst? Die haben die Leine kaputt gemacht. Ja, so eine neue bauen, ha? War ganz schön teuer, aber... Dürfte ja kein Problem sein. Ich habe ja noch eine Seile mit dabei. Oder haben die das ganze Ding kaputt gemacht? Hier unten ist schon wieder einer, so ein großer. Das ist der wahrscheinlich noch. Ja, von denen haben wir ja schon zwei gekillt. Nee, wir haben einen normalen nur gekillt. Achso. Ich habe den einfach weggemöbt. Ja, das aber war so. Ja, dann mach doch auch einfach mal die Tür zu. Was hältst du denn davon, wenn du hier schon reinkommst? Ich bin da nicht reingekommen. Ihr seid da eben reingekommen, ihr Spacken. Nee, ich bin mit der Seilbahn reingekommen. Ich bin mit der Seilbahn reingekommen. Weil hier hinten, ich habe nämlich gesehen, dass die von hier hinten kommen, über dem Hügel und am Strand unten auch langlaufen. Ja, da hinten ist ja auch ein Spawnpunkt. Naja. So. Ich frage mich nur, wie ich den Bogen verbessern kann. Ja, gute Frage. Also, ein Seil kann dazugelegt werden. Nee, nicht ein Seil. Stoff war das, glaube ich. Nee. Klebeband, genau. Klebeband okay. Kann man dazu tun. Aber dann weiß ich nicht weiter, was man noch dazu tun kann. Was hast du dazugelegt? Jetzt ein Seil und? Nee. Nee, was willst du wissen? Nee, was du jetzt dazugelegt hast. Wozu? Zu dem Bogen, um ihn zu verbessern. Klebeband. Und mit Seil? Hast du mal mit Seil probiert? Ja, geht nicht. Geht nicht. Nur Klebeband okay. Bis jetzt. Der Fisch ist übrigens jetzt trocken. Jupp. Ist das egal, von welcher Seite man dieses Seilbahn-Ding baut, oder muss man das von oben nach unten bauen? Von oben nach unten. Mist. Ja, die Folge ist auch zu Ende, Leute. Die Folge ist zu Ende, genau. Dann lass mal jetzt speichern unten am Zelt. Und dann machen wir mal hier El Finito. Unten am Zelt. Alter, da greifen die schon wieder an, die Penner hier. Ja. Und wo kommen die? Einer ist direkt hier. Okay. Und da ist noch einer da hinten, oder? Nee, das war ein Vogel. Da ist ein Vogel, aber unten am Strand ist einer. Bin ich. Nein, da läuft auch noch einer. Wo? Unten am Strand hier. Ich bin am Strand. Doch nicht bei uns drin, draußen. Hab das kleine Tor aufgemacht, ne? Kennt ihr nix. Hm. Liegt übrigens immer wieder Electrical Tape. Ich ja, speichere mal. Das Zeug spawnt hier immer wieder. Alter, hier das ruckelt auf einmal wie die Sau. Wenn du, wahrscheinlich liegt es daran irgendwie, dass wenn du jetzt was gerade gespeichert hast, dass dann hier der Server irgendwie anfängt rumzulecken. Möglich? Möglich. Da ist einer. Willst du Ärger? Kannst du haben, Junge! Ich habe jetzt nämlich auch mal gespeichert. Komm, lass uns pennen oder machen wir jetzt einfach nur mit Speichern zu Ende? Das ist halt die Frage. Ja, ich bin gerade im Fight. Ah, okay. Ich guck mal zu, wie du dich so schlägst. Oh, der ist schon easy tot. Ich glaube, wir müssen die Viecher hier auch mal irgendwie auf Dings schmeißen hier. Da rennt einer bei uns lang. Da rennen welche bei uns lang. Alter, nimm doch mal den Typen da auf. Bei uns?
Ja. Und? Müssen wir halt hin. Das klingt sehr vertrauenserweckend. Ja. Wie sind die denn da hingekommen? Die kommen von hinten. Der hört uns nicht zu, ne? Nee. Kannst erzählen, was du willst. Warum spawnen die denn da? Weil dann Spawnpunkt ist. Hat auch der eine, der bei mir den Kommentar... Oh, ich bin fast tot. Scheiße. Den Kommentar... Alter, der dodgt sich hier mal richtig, der halbnackte Baum. Warum lass mich mal vor? Hilf ihn mal. Ich bin fast tot. Nehmen wir die Leiche und verbrennen die mal. Brilli, nehmen wir die andere Leiche mit. Welche. Ja, Moment, hier sind noch andere. Mir wichtiger als die Leichen rumzutragen. Ah ja, die Leichen locken die, glaube ich, an. Geh von unserer Einrichtung weg, Mann! Wieso hat denn der eine Leuchte? Der leuchtet. Guck mal, der hat eine Taschenlampe. Ja, ich weiß. Ja, der hat so einen Flaggscheinwerfer auf dem Kopf, aber. Kannst du leider nichts mit anfangen. So, der ist auch tot. Okay, zwei Fallen haben ausgelöst. Ja. Machst du gerade dieselbe wie ich? Wahrscheinlich. So, flupp. Da hinten steht auch noch einer mit so einer Fackel. Alter. Was soll das? Mal ein bisschen Fleisch. Weich. Na, ich mach Bau auf. Ich hab mal ein paar Fleischbrocken aufs Feuer geworfen. Okay. Da rennt schon wieder einer. Da ist doch trockener Fisch. Ja, aber warum soll ich den trockenen Bogen Fisch aus. Verschwenden? Mene, pack mal deinen Bogen aus. Versuch mal, ob du den Typen hier kriegst mit der Fackel auf dem Kopf. Ja, oh, nee, weil ich habe noch keine Pfeile gebaut. Weil so. Als ich Pfeile bauen wollte, hieß es hinter dir. Und dann. Alles klar. Ja, habt ihr beide gespeichert? Vorne am Strand unten, ja. Ja, am Strand eben. Da können wir hier auch nochmal speichern. Die Butze ist ja noch da. Nun komm nochmal. Hier, komm. Na komm. Ja, komm. Das Fleisch ist fertig. Ja, lecker Fresschen. Na komm. Weil das heilt ja auch, das Essen. Alter. Da sind sie ja. Oh, da sind drei geflitzt gekommen. So, jetzt kann ich wieder helfen. Jetzt hab ich das gegessen. Also bist du, Entschuldigung. Vier sind das. Mehr. Der rennt weg von mir. Okay, die eine ist down. Die sag ich mir mal. Zack, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen eine Falle kalt gemacht. Nee, doch nicht. Da ist aber noch einer bei den Fallen. Ja. Also mal eine neue Rüstung noch bauen. Ja, der steht mitten drauf, ey. Die muss doch ausgelöst werden. Ja, das ist komisch, oder? Halt nur bei dem Seil, glaube ich, am Anfang. Ja. Noch was essen? Ah, die hat ausgelöst, ja. Da klebt einer drin. Der hat keinen Bock mehr. So, nutze ich mal die freie Sekunde und versuche mal Pfeile zu bauen. Ist doch bestimmt nur ein Stock und eine Feder, hm? Nee. Lol. Mehrere Federn. Oh, was Alter, ist? Da braucht man übelst viele Federn. Bist du richtig clever, oder was? So, ich gehe mich jetzt waschen und dann machen wir mal die Folge zu Ende hier. Ja. Kommt ihr nach unten, wir müssen ja nochmal speichern dann höchstwahrscheinlich. Ja, oder ja. Nee, ich komm wieder hoch, können wir oben speichern. Also man braucht extrem viele Federn für einen Pfeil. Echt? Ja. Was heißt extrem viele? Weiß ich eine nicht, weil Pfeil. Ich hab nicht genug. Nein, ach so, ach so. Ich hab nicht genug, um einen zu bauen. Alles klar. Ich glaube auch nicht, dass man mehr als eine Feder pro Pfeil braucht. Vielleicht fehlt dir eine andere Zutat, die du nicht weißt. Ich glaube schon, dass man mehrere braucht. So, ja, dann speichern wir mal und auf geht's. Ja, runter, hier oder unten am Strand unten? Ist ja egal. Was geht speichern. Auf? Ach stimmt, die Hütte platzt ja nur, wenn wir drin gepennt haben, ne? So. Ja. Okay. So. Jo, dann machen wir fertig. Ja, liebe Freunde, wir bedanken uns ganz herzlich für euer Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier bei The Forest, den Waldmeistern, Teil 2. Tschüss! Ciao. Ciao.